Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder bei Two Point Campus und wir sind bei unserer neuen Uni. Ja, kann sich entspannen und wir sind hier bei unserem beliebten Käsesport, den wir ja alle schon so gerne gemacht haben. Ja, hier geht's um Sport, wir sind auf der Sportuni, hier wird mit Käsebällchen gespielt und wir müssen unsere Universität hier weiter ausbauen. Das nächste Jahr müssen wir starten. Das können wir ein neues dazufügen, was uns vielleicht noch was Zusätzliches bringt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir jeden zweiten Studiengang jetzt noch machen sollten oder erstmal uns auf diesen hier konzentrieren. Ich würde mal sagen, wir machen den. Pushen noch mal ein bisschen unsere Studenten, damit wir mehr Einnahmen bekommen. Und dann schauen wir vielleicht beim nächsten Jahr, ob wir hier noch was dazu nehmen. Wir haben ja auch nicht gigantisch viel Platz. Also wir müssen immer wieder Gelände dazu kaufen. Und ich weiß auch nicht, was hier noch alles gebraucht wird. Wir brauchen noch ein zweites Schießballfeld. Ja, da fängt schon mal an mit dem Platzbedarf. Okay. Machen wir das. So. Wir brauchen noch ein akademisches Trainingdozent. Flink. Jetzt schnell. Lässt Müll fallen. Will die alte Jasmine zurück. Dann haben wir den Herrn Spong. Schätzt die Anzahl der Jellybohnen immer. Okay. Ist schlechte Körperhygiene. Na gut, hat gute Kompetenzen und Leute ekeln sich für ihn. Nimm mal den hier. Die können wir immer noch weiterbilden. So, jetzt haben wir das. So, unsere Seelsorge ist am Start. Wir haben hier unsere Duschen, haben wir hier noch hingebaut. Dann haben wir hier noch insgesamt dann drei. Jetzt auch schon wieder einer verletzt. Was ist mit dem? Bücherwürmer. Holt man sich in die Bibliothek. Okay, ich dachte schon, der hat sich irgendwann ein Käsebällchen im Finger verrenkt oder sowas. So, Hausmeister ist auch am Start. Ich weiß natürlich nicht, ob man hier auch Feinde auftreten und bekämpfen muss. So, ich hoffe, die Bibliothek ist groß genug. Wir werden bestimmt ja auch noch irgendwelche Bücher brauchen, die einen Boost haben. Hier könnte man noch mal schon mal einen Kino-Event planen. Ich glaube, was fürs Entertainment machen können. Musik kommt mir gerade sehr laut vor. Ich muss gerade mal einstellen. Ich hoffe, die ist jetzt ein bisschen leiser. Da kommt schon die ersten Mäuschen wieder angedackelt. Na, erstmal Stretching, wie ich das gehört. Diese Kostüme sind lustig. So. Hier haben wir sogar einen Schiedsrichter. Was ist das denn überhaupt? Der Käsekurs. Gegen die Smoogly-Salamander. Eine seltene Gelegenheit, mit dem Essen zu spielen. So kann man das natürlich auch sehen. So, auf geht's, Freunde. Sag mal, müssen wir für den nächsten Song eigentlich jemanden bezahlen? Oh, da kommt schon unser Sponsorenmaskottchen. Wo ist denn unser... Wo sind denn die ganzen Dozenten jetzt eigentlich? Warum fehlt hier jetzt einer? Was macht der da? Warum ist der im Fitnessraum? Was will der denn? Ach, der macht hier einen Kurs drin. Im Sportzentrum? Schwerer Scheiß. Gewichtstraining für massive Momente. Ach, im Ernst? Hier macht er eine Vorlesung? Der winkt aus dem Fenster. Das ist doch keine Vorlesung. Das wahnsinnig. Der hat schon Inspiration. Bewegt sich schneller zur Durchschnitt. Davon kriegt er ständig Hunger. Stattet ihn dann mit einer Dose Burp. Okay. Geht er jetzt hin? Statt hier zu arbeiten? Das ist wieder seltsam aufgeteilt. Oh, ein Bücherwurm. Erinnerung an alle Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. Okay, egal. Gucken wir erstmal, was hier passiert. Los mit den Käsebällchen, auf! Was war das denn? Gegner verspotten?
Jawohl, aufgerieben im wahrsten Sinne des Wortes. Ist gelangweilt, obwohl das spielt. Auch sehr interessant. Sind denn eigentlich ein Cheerleader? Ist das ein Cheerleader? Ja. Oh, Tor! Geht schon zwei Käsebällchen zu. Für wen eigentlich? Oh, fürs Heimteam. Ja, sehr gut, sehr gut. Jawohl, abgewehrt. Das ist unser Team. So, und jetzt? Oh, sehr schön reingeschlenzt. Oben ins Eck, sehr schön gemacht. Triumph Fromage. Das ist natürlich auch der richtige Name. Jetzt wird schön die Hand geschüttelt. Sehr ordentlich, sehr fair. Wunderbar. So, wir müssen hier noch ein Schießballfeld hinbauen. Okay, wir haben ein kleines bisschen Gewinn gemacht. Boah, das war nicht viel. Das könnte mit dem Geld hier noch interessant werden. 9 mal 14. Ich könnte auch das einfach kopieren. Ja. Bomb. So. Da haben wir zwei Schießballfelder. Auf dem Campus reden alle über den Bildungsminister des Countys. Glückwunsch am echten Sieg. Aber du weißt ja, was alle sagen, wenn ein schlechtes Team ein anderes schlägt. Wie juckt's? Wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache. Schießballoffizieller, Schiedsrichter. Ja, das stimmt. Hier in Croquembouche. Wir haben sehr gut gewonnen. Die Stadt wurde von Studierenden überflutet, die gegen die fortwährende Existenz des Bildungsministers Tarkin Foxbridge protestieren. Sie haben es vorher mit ein paar Gesängen versucht, aber es wollte sich einfach kein eingängiger Rhythmus finden. Wir beobachten weiter die Lage und erstatten Bericht, sobald Sie sich auf eine Formulierung geeinigt haben. Wir entschuldigen aufgeben. Uns für den Müll, den ihr... Oh, das war ich. Okay. So, die sind hier schon mal. Lachen sich tot mit diesem merkwürdigen Film. Das ist schon mal schön. Ich will auch Popcorn. Plop. Aber wir sind schon mal weniger gelangweilt. Ja, wir brauchen noch ein Studentenzimmer. Ist natürlich auch klar. Gut. Wir müssen als nächstes eine Marketingkampagne noch abschließen. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Weil wir auch keinen haben, der hier drin arbeitet gerade. Kann ich die einstopfen, dass sie hier macht, arbeitet? Okay. Dann setzt sie sich hin und macht Marketing-Dinge. Das hier ist echt eine Vorlesung. So, werf den Ball rein. Jo, du schaffst es. Nicht. Okay. Was lernen die denn hier? Wie man auf einer Bank steht oder was? Achso, hier, Powerstepping. Und die stehen hier lieber unter der Klimaanlage, wie es aussieht. Oh, jetzt wird Gewichtheben gemacht. Sehr schön. Ja, Pump, Pump. Jawohl. Wie heißt die hier? Big Swole June Fenton. Okay. Käsesiegerin. Ah ja, guck mal, wenn die ein Spiel gewinnen, kriegen ja noch alle zusätzlich Punkte. Ist Spaßsprinterin. Wettbewerbsfröhlichkeit schneller. Und jetzt wird noch geradelt. Wow, voll die Sportskanone hier. Kriegt mich schon Schwitzen beim Zugucken. Aber dass das ja auch eine Vorlesung ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. So, wir haben ein kleines bisschen Win wieder. So, die radelt sich zu Tode hier, der Freund hier auch kommt. Genau, schalt auf leicht. Sehr gute Idee. So, dann müssen wir was fürs Entertainment auch tun, auch wenn wir andere Sachen auch noch brauchen. Wir brauchen noch ein Nachhilfezimmer, aber wir brauchen auch einen Raum für unsere lieben Studierenden. Das sind echt vier verschiedene Studiengänge, das Sportzentrum. Ah, okay. Ich nicht richtig gelesen anscheinend. Wir brauchen Weiterbildungszimmer, brauchen wir auch noch. Wir brauchen noch einen Personalraum und einen Nachhilferaum. Ja, was wir alles brauchen.
Den kriegen wir aber hier nicht so einfach hin. Wir können das hier noch so dran schrauben, das Nachhilfezimmer. So, machen wir den Gang voll, aber ist auch wurscht. Der Raum muss ja nicht so riesengroß sein. Machen wir nochmal ein Fenster rein, damit man anonym sehen kann, wer hier gerade Nachhilfe kriegt. Ach ja, eine Klima brauchen wir auch schon wieder. Das ist lästig. So, wir hatten noch hier so einen. Hier noch so einen billigen Teppich rein. Was ist das hier? Da werden sie geholfen. Lehrbücher. Unterricht sogar. Das ist aber. Das ist für das Nachhilfezimmer, echt? Plus 2%. Die könnte ich hier noch hinstellen. Dieser Bücherstapel, das ist einfach nur Verzierung, nehme ich mal an. Ja. Kann ich auch in die Bibliotheken machen? So. Dann haben wir das. Eine Wandtafel. Anderswo darf man nicht an die Wand malen. Gibt 25 Kudosch, gibt nochmal 2% Lernvermögen. Okay. Eine Wandtafel. Dann machen wir die hier hin. Dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen was. Sehr schön. Heizung brauchen wir hier ja nicht. Dann haben wir hier. Ja gut, können wir noch irgendwo noch ein Bild hinballern. Das erhöht die Attraktivität. Hygiene ist immer wichtig. So, dann haben wir hier Stufe 3 zumindest. So, dann haben wir jetzt schon mal ein Nachhilfezimmer. Wir haben natürlich keinen Dozenten, der das wirklich beherrscht. Assistenten haben wir einige. Wir haben noch keinen, der Upgrades kann von den Hausmeistern. So, warte mal. Das hier können wir dann mal upgraden, das Rednerpult. Dann haben wir hier schon mal einen besseren Wert. Wanda, wie schaffen wir das? Nicht jeder kann gewinnen, wird hier gerade studiert, okay. Suche nach Mitteln und Wegen, um sich die langen Stunden in der Bibliothek und die Tintenflecken auf den Fingerspitzen zu ersparen. Neuester Trick. Schlaft mit dem Gesicht auf einem offenen Buch oder legt ein offenes Buch auf euer Gesicht. Beim Schlafen öffnen sich immer mal wieder eure Augen, wodurch Licht und wertvolles Wissen in euer Gehirn dringt. Probiert es mal eine Woche aus und überzeugt euch selbst von den Ergebnissen. Zur Erinnerung, man isst, was man isst. Wer also Müll in sich reinschaufelt? So, dann machen wir ein Studierendenzentrum hier hin. So, das können wir noch vergrößern. Dann haben wir das Ding immer auf jeden Fall schon mal. So. Häufige Fragen. Hier noch ein bisschen Entertainment. Und wir brauchen noch einen Assistenten für unser Zentrum hier. Nehmen wir mal hier den Rumtrödler, blitzblank lässt Müll fallen. Ja. Die kann im Marketing arbeiten, lässt Müll fallen. Warum sind das alles so Ferkel? Bewegt sich schnell. Kneift sich immer noch selbst in den Arm. Das sieht gut aus. Ich will das Marketing hier zumindest mal abschließen. Oh, wir haben aber ganz schön verloren hier beim Cheeseball. Nee. Oh, yes. Unentschieden, oder? Oder haben wir gewonnen hier? Ach doch, wir haben gewonnen. Habe ich falsch interpretiert. Sehr schön, sehr schön. Wunsch nach Kaffeekiosk. Wunsch nach SZ-Party. Bilanz. Okay. Die wollen schon direkt eine Party haben.
Kaffeekiosk, ja. Na gut, machen wir eine SZ-Party. Ob die wieder Geld kostet. Also, die haben alle Spaß hier. So, Herausforderung abgeschlossen. Bericht zum Schießball-Match. Sehr schön. Dann kriegen wir nochmal 1000 Dollar und plus zwei Kudosch nur. Den Kaffeekiosk, das spare ich mir erstmal nochmal. Glückwunsch zu einem deiner seltenen Siege. Aber du weißt ja, was alle sagen. Wenn ein schlechtes Team ein anderes schlägt, wen juckt's? So, hier wird schon mal eine Party gemacht. Nur ist hier noch keiner. Weil der Assistent fehlt. Den können wir ja gerade mal hier reinschmeißen. So, damit die wenigstens die Party hier noch mitkriegen. Ja, da freuen sie sich schon direkt. Juhu! Ja, wir haben schon direkt losgedanced. So, dann sind die schon mal ein bisschen entertained. Da hat sich schon wieder einer verletzt. Pumper. Achso, ja, zu viel gepumpt hier. Ach, ich habe die Klimaanlage vergessen. Den ist zu warm hier drin. Ach, was man alles trinken muss hier. Blöden Klimaanlagen. So, die dürften jetzt aber nicht mehr so gelangweilt sein hier. So. Hinweis, wir haben ein Marketingprojekt abgeschlossen. Oh, echt? Was schon wieder? Aufenthaltsraumparty. So, die sind hier noch am Tanzen. Zufriedenheit steigt. Die braucht eine Nachhilfe. Studentengeist gibt anderen Studenten völlig unironisch Energie. Mhm. Cheerleaderin. Ah ja, Cheerleader motivieren andere durch Cheerleaden. Guck mal, der hat sein Entertainment-Bedürfnis jetzt hier auch gestillt. Sehr gut. So. Die sind hier am Freundschaften schließen. So, den Assistenten geben wir jetzt mal wieder frei. Ich könnte nichts nach weiterbilden. Der sollte da eigentlich nicht arbeiten. Genau, der soll sich um Seelsorge und die, genau, die Bibliothek kümmern. Dann gehen wir wieder in die Seelsorge. Der braucht Nachhilfe. Und jetzt wird schon wieder einer verarztet. Was machen die denn? Ah ja gut, die sind... Die fallen immer vom Rad hier. Tritt! Ja, du schaffst es! Da hätte man das Ding auch mal einschalten sollen. Besuch von Jasmine. Hi, ich bin zu Besuch hier. Ich hoffe, du hast mich schon erwartet. Oh, es gibt Promotion von Jasmine. Oh, das Smoggly Salamander Team hat uns dann Cheeseball-Match herausgefordert. Okay, machen wir das. Kaffeekiosk. Eins nach dem anderen. Und das war's für heute. Schaltet morgen wieder ein, wenn ihr erfahrt, ah, hier sind wir jetzt einen anderen Assistenten. Am langlebigsten sind. Bin ich selbst schon total gespannt. Ich habe dieses Jahr bestimmt schon 16 Avocados gekauft und der nicht hat Marketing davon gegessen. Hauptsächlich. Diese Dinger sind spätestens nach 5 Minuten Matsch. Sorry. Mehr dazu morgen, ja? Schaltet einfach pünktlich ein. Was ist mit denen hier passiert, Anne? Die haben alle Blumenkohlohren. Oh. Wieso haben die alle Blumenkohlohren? Erstes Maria, kannst du wahnsinnig werden. Und
Dinge haben wir aufgestellt, Anna. Ah ja, jetzt sind wir auf der Freundschaftsbank hier. Das ist sehr schön. Das ist wieder alles weggemacht. Hier Mülleimer und hier auf jeden Fall nochmal immer einen. Häufige Fragen. Ja, wir testen euch. So, neue Campusstufe erreicht. Sehr schön. Wir haben wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Ja, Kaffeekiosk ist gut, aber da brauchen wir auch nochmal wieder Angestellte für. So, wir haben jetzt reichlich hier zu tun. Alter Falter. Alle Blumenkohle. Was ist denn hier los? Wir sollten die bessere Helme tragen hier beim Spielen. So, hier geht's schon wieder los. Das ist aber jetzt das normale Training hier. Okay, Nachhilfe wird auch einiges zu tun bekommen. So, wir müssen jetzt auch nochmal eine Weiterbildung reinbauen. Sektor verlässt den Campus. Oh, wir haben jetzt aber... Okay, es geht. Ich dachte, wir machen gar keinen Gewinn. Bericht von Jasmine. Jasmines Agent haben zu gedankt, dass wir sie neulich hier empfangen haben. Allerdings scheint sie uns mit dem Oil Cormorant am Gasthaus in Hogsport verwechselt zu haben, was weniger gut ist. Aber es ist nett, dass sie Spaß hatte. War gut, immerhin. Bilanz, okay, diesmal ganz gut. Wir brauchen einen Reck. Das ist für die Ellbogentraining wichtig. Reck, also fand ich immer furchtbar früher in der Schule. Bin auch regelmäßig runtergefallen. Das Reck ist ein tödliches Instrument, ich sag's euch. Das wurde von Sadisten erfunden. Haben wir noch Platz überhaupt? Dann ballern wir das mal da rein. So, da könnt ihr euch da recken und strecken, wie ihr wollt. So. Wunsch nach Topftulpe. Ah, erinnert mich an zu Hause, da gab es auch Pflanzen oder sowas. Grünes Zeug. Ja gut, so, machen wir hier so eine Tulpe hin. Die können die sich dann hier angucken. Wunderschöne Blumendinger. Und was? So. Das ist nicht schön. Geht da nicht in meinen blühenden Campus? Oder so. So, das haben wir. Ich muss aber ein bisschen Gewinn machen. So, hier wird fleißig trainiert. Wo ist deine Käsereibe, Junge? Oh, die Smoggy-Salamandlers sind hier. So, Junge, zeigt's ihnen! Bin ich die Bänke eigentlich nicht benutzt hier? Schade. Oh nein! Was macht ihr denn hier, ihr Pfeifen? Entschuldigung. Der hat schon direkt Blumenkoloren. Jawoll! Tor! Sieht doch gut aus. Ein Team 1. Jetzt hat das eine wohl nicht gezählt. So. Jawohl. Flatsch. Weg ist das Ding. Sollten die eigentlich verteidigen, damit er nicht werfen kann? Nicht den Gegner verhöhnen. Hallo? Das hast du jetzt davon. Hast du nicht aufgepasst? So nicht, mein Freund. So, jetzt der Gegenzug. So, Defensive aufpassen. Der Käseball nicht da in das daneben geworfen. Edge. Oh, was ist das? Eine Gruppe Sportfans hat eine Campus-Invasion begonnen. Security! Und was ist denn jetzt los? So, Tor, das wollen wir gut gewinnen. Wer denn? Die? Okay, die kriegen erstmal das komplette Programm.
Cheers! Die Bildungsministerin will vorbeikommen, auch das noch. Die wollen Horrorfilm haben. Glückwunsch zu ihrem erlesenen Geschmack. Na gut, Sie hören wenn das ihr wollt. Kultivierteste, das unser County so, Eindringlinge, wo denn? Hat. Nigel Bickleberg, das ist ein Eindringling? Ein Jumbo-Student. Die Jumbo Mega Corp hat ihre Gier in Hände im Two Point County fast überall im Spiel und öffnet nun auch die Jumbo University. Ihre Studierenden teilen mit Jumbo McKinney die einzige Gemeinsamkeit, entweder ihre Engherzigkeit, ihre laute Stimme und ihr dummes Gesicht. Er müllt hier alles zu. Okay. Aber das ist nicht unser Gebiet hier. Ist mir eigentlich egal, wenn er hier alles zumüllt. Wo ist denn der andere? Hier der? Oh. Okay, wir brauchen hier also auch Security. Die müllen alles voll. Okay. Das ist natürlich blöd. Wir haben jetzt keinen, der das, der die bekämpfen kann. So, das Schießball-Match haben wir gewonnen gegen Smugly. Sehr schön. So. Hier läuft das nächste Spiel noch. Käsekurs? Ne, das ist ein normaler Käsekurs. Okay. So, mit den Eindringlingen, das wird natürlich jetzt nochmal interessant. Das haben wir auch gewonnen. Ein bisschen Gewinn gemacht. Okay. Muss ich gucken, dass wir keine Kredite aufnehmen müssen oder sowas. Dann brauchen wir noch ein Personalzimmer. Na gut, das Personal braucht ja auch mal ein bisschen, bisschen Ruhe hier. Mich aber auch nicht gern so viel Platz verschwenden. Das will ich hier nochmal ausbauen. Dann machen wir das hier rein. So, Personalzimmer. Na gut. Dann machen wir mal ein Personalzimmer. Hier so ein Kaffeetable. Eine schöne Lampe. Ein blaues Wunder. Ja. So, hier drin. Ein Snacktisch. Der passt jetzt hier nicht mehr rein. Was ist das hier? Ablagefächer. Ja, das brauchen wir natürlich auch immer. Ein Fernseher. Zeit für Bickleburgs Bewertungen. Komm, Fernseher kriegen wir doch wohl noch hier rein. Einflussnahme unserer phänomenalen Produzenten haben Sie, die Zuhörer, das dieswöchige Objekt der Begierde gewählt. Die kollektive Weisheit des Publikums hat mir Hoglocks beschert. Eine beliebte Cerealiensorte, wie ich höre. Also, bringen wir es hinter uns, ja? Interessant. Ach, Klimaanlage nicht vergessen. Schmeckt fast wie Speckchips. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Den Tee nehmen wir nicht mehr da rein. Okay. Dann gucken wir nochmal, ob wir irgendwo noch ein Bild hier reinhämmern können. Was ist das hier? Das 200 Kudosch. Was ist das hier? Motivationsposter. Das ist doch mal gut hier.
Studierende werden so, langweiliges Bild hinterm Fernseher. Sehr schön. So, da haben wir hier unser Personalzimmer. Motivationsbooster. Das können wir natürlich hier auch nochmal auffängen. Das passt ja sehr gut hier in so einen Sportraum. Oder hier in den Vorlesungssaal. So. Wunderbar. Jetzt stehen sie wieder alle Schlange mit ihren Rosenkohlohren hier, Blumenkohlohren. Eine klassische Schießballverletzung. Platzt gleich. Energieboost Käsesieger. Okay. Okay, wir haben einen Gewinn gemacht. So, Inversionsbericht, das ist natürlich falsch gelaufen. Taktor auf den Tür, das machen wir mal. Das lassen wir nochmal da. Der will eine Fingerhut haben. Warum auch immer. Und haben wir noch Fingerhut hin. Das ist jetzt kein so Riesenproblem. Der kann hier vorbeilaufen. Ja. So. Der möchte ein flaches Blut. Was haben die denn hier? Ist jetzt hier der Botanikkurs gerade ausgebrochen? Gut, da habt ihr euer Blumenbeet. Und dann könnt das auch jemand so in den Eingangsbereich machen. Sieht auch schön aus. So, Bilanz, okay. Und der will immer noch so einen Kaffeekiosk. Aber da haben wir noch 122 Tage Zeit. So. Ja, dann gehen wir so schlicht aus. Ein kleiner Blumenaufgang hier. So. Bitte entschuldigen Sie das abrupte Ende. Hier wird gefegt. Nach einer schnellen Mundspülung wahrscheinlich auf dem Reck. Boah, Angeber. Mach ich jeden Morgen auch einmal am Bett. In der hohen Küche. Manchmal. Der letzte Schrei. Kein Wunder also, dass diese Mode auch ihren Weg in die Welt der Alltagsesser gefunden hat. Herzlichen Glückwunsch an das gemeine Volk. Das müssten wir nochmal ein bisschen ausbauen hier. Genuss dieser abartigen Abscheulichkeit. Und Platz für sowas? Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur, nee. Falls ihr es nicht bemerkt habt. Gut, das wollte ich eh ausbauen. Den Raum hier. Die Musicbox kriege ich noch rein. Zack. Die ist aber komplett falsch rum. Warum? Man weiß es nicht. Also nochmal ein Sitzmöbel, aber... Ja. Ah, so ein Jasmine-Foto hier. Ist auch immer gut. Und ein motivierendes Bild hier. Können wir auch noch reinmachen. So, dann haben wir jetzt schon mal Stufe 3. Das müssen wir mal umdrehen. So. Das bietet Unterhaltung. So, schauen wir mal, was das Jahr bringt. Immerhin 80%. 37 ist keiner durchgefallen. Das geht noch. 70, über 70 sind natürlich besser. So, keine Auszeichnung bekommen. Okay. Hier müssen wir noch ein bisschen basteln. Wir brauchen jetzt noch ein zweites Sportzentrum und nochmal einen akademischen Dozenten. Noch ein Sportzentrum. Oh je, ich sehe schon. Okay, dann müssen wir das hier reinbauen. Dann brauchen wir nochmal zusätzliche Toiletten. Die werden anscheinend jetzt mehr beansprucht, wie es aussieht. Denn ist im Bad zu warm. Okay. Können wir hier noch ein Klima reinbauen? Ja. Wir haben auch alle Ansprüche hier. Nachher frieren sie. Die können wir dann mal wegmachen. Wir brauchen uns ja auch nicht doppelt gemoppelt. Was ist das hier noch rein? Nee. Hat mir lieber eine Reserve für den nächsten Raum.
So, Nachhilfezimmer ist klar. So, Takt auf den Türen. Zwei neue Bewerber bekommen, 20.000 gewinnen. Das war ordentlich. Das können wir erstmal nicht machen. Wir haben keinen Aufenthaltsraum. Den müssen wir noch bauen. Also der Partyraum und der Aufenthaltsraum, das ist schon zwei verschiedene Sachen. So, hier wird zumindest der Raum besucht. Den wollte ich eigentlich nochmal bis hierhin vergrößern dann, wenn wir ein bisschen mehr Knete haben. Okay, dann werden wir dieses Jahr hier erstmal so beenden. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier mit unserem Cheeseball-Sport-Ereignis. Bin mal gespannt. Also, der hat auch wieder so ganz andere Herausforderungen, dieser Level hier. Die Cheesy-Gaben sind zurück. Wir werden auch nochmal hier zusätzlichen... Nirgendwo. Oh, ein Buchwurm. Diesen Bereich wahrscheinlich auch noch zubauen müssen. Das könnte mal interessant werden. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und passt immer auf eure Käsebällchen auf. Bye, bye. Hier ist wieder was los hier. Oh Gott, einer am Reck.